Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Über die Keuschheit von Philothea. Die Keuschheit ist die Lilie aller Tugenden und machet schon in diesem Leben die Menschen fast den Engeln gleich. Nichts ist schön, als was rein ist, und die Keuschheit ist die Reinigkeit der Menschen. Die Keuschheit wird eine Ehrbarkeit und deren Beobachtung eine Ehre genennet. Man nennet sie auch eine Untadelhaftigkeit, hingegen deren Widerspiel die Verderbung. Kürzlich, ihr ist diese besondere Ehre eigen, dass sie die schöne und weiße Tugend der Seele und des Leibes ist. Niemand ist erlaubet, seinen Sinnen ein wohllüstiges Vergnügen zu gestatten, auf welche Weise es immer geschehe, als in dem rechtmäßigen Ehestande. Denn dessen Heiligkeit kann jenen Mangel, mit welchem man in der Belustigung verhaftet wird, auf eine gerechte und billige Weise ersetzen. Ja, in dem Ehestande selbst muss man die Reinigkeit der Meinung beobachten, damit, wenn etwan in dem Werke, so man übet, etwas Ungeziemendes unterläuft, doch in dem Willen desjenigen, welcher es übet, nichts dann Ehrbares gefunden werde. Ein reines und keusches Herz ist einer Perlmutter ähnlich, welche keinen anderen Tropfen Wasser annimmt, als welches von dem Himmel kömmt. Denn es kann keine andere Belustigung zulassen, als die aus der Ehe, welche der Himmel eingesetzet hat, entspringet. Außer dieser ist es nicht einmal erlaubet, derselben vermittelst eines unreinen Gedankens sich freiwillig zu erinnern oder in solchem sich aufzuhalten. Was die erste Staffel dieser Tugend belanget, hüte dich, gottliebende Seele, damit du keine verbotene Belustigungen zulässest, wie alle sind, so man außer dem Ehestande empfindet, oder auch in demselben, wenn sie wider dessen vorgeschriebene Regel und Ordnung geübet werden. Auf der zweiten Staffel entschlage dich, so viel wie immer möglich, aller unnützen und überflüssigen, obschon erlaubten und zulässigen Ergötzungen. Drittens, hefte deine Neigung nicht an jene Belustigungen, welche geboten und angeordnet sind. Denn, ob man sie schon der notwendigen Ergötzungen gebrauchen muss, derjenigen nämlich, welche auf die Absicht und Einsetzung des heiligen Ehestandes zielen, muss man doch niemals das Gemüt und Herz an diese heften. Übrigens ist niemand, der nicht dieser Tugend bedarf. Die im Witwenstande leben, müssen eine großmütige Keuschheit haben, welche nicht allein alle gegenwärtige und zukünftige Gegenstände verachte, sondern auch jenen Vorstellungen widerstehe, welche die in dem Ehestand erlaubt gewesene Belustigungen in ihrem Gemüt erwecken können, wodurch sie eben der Empfindung verbotener Anreizung mehr unterworfen sind. Und darum verwundert sich der heilige Augustinus so höchlich über die Reinigkeit seines geliebten Alipi, weil er nämlich die fleischlichen Gelüste, die er doch in seiner Jugend bereits erfahren, nach seiner Bekehrung gänzlich vergessen und deren Empfindlichkeit verloren hat. Und in Wahrheit gleichwie die Früchte, solange sie vollkommen sind, teils auf dem Strohe, teils auf dem Sande oder in ihren eigenen Blättern leichtlich können erhalten werden, wenn sie aber einmal verletzet oder aufgeschnitten sind, kaum auf eine andere Weise mögen erhalten werden, als wenn man sie in Zucker und Honig einmachtet. Eben also kann die Keuschheit, solange sie unverletzet bleibet, durch verschiedene Mittel bewahret werden. Wenn sie aber einmal verletzet worden, kann sie nicht anders als vermittelst einer vortrefflichen Andacht, als dem wahren Honig und Zucker der Seele, erhalten werden. Die Jungfrauen aber müssen eine reineste
und einfältigste Keuschheit besitzen, also, dass sie alle vorwitzigen Gedanken aus ihrem Herzen ausschließen und mit einer wahren Verachtung alle unreine Ergötzungen verwerfen. Weil sie nicht verdienen, von den Menschen gewünschet oder verlanget zu werden, indem sie mehr den Eseln und Schweinen als ihnen zustehen. Es sollen sich demnach diese reinen Seelen hüten, damit sie niemals zweifeln, dass die Keuschheit unvergleichlich besser sei als alles, was derselben zuwider ist. Denn, wie der große Hieronymus schreibet, versuchet und reizet der Feind die Jungfrauen heftig an, dass sie eine Begierde haben sollen, die Gelüste einmal zu erfahren, und stellet ihnen solche viel süßer und lieblicher vor, als sie in sich sind, wodurch sie oft sehr verwirrt werden, da sie eine ihnen unbekannte Sache für angenehm ansehen. Denn wie die Weinfalter bei Erblickung eines brennenden Lichtes um dasselbe immer vorwitzig fliegen, um zu erfahren, ob es eben so annehmlich als schön sei, und durch diese Einbildung angetrieben nicht ablassen, nach demselben zu flattern, bis sie bei erster Prüfung sich in das Verderben stürzen. Also lassen sich junge Personen von der falschen und törichten Einbildung, durch welche sie sich das Feuer der fleischlichen Wollüste ganz annehmlich und süß vorstellen, dahin verleiten, dass sie nach vielen vorwitzigen Gedanken endlich in demselben den Untergang finden und zugrunde gehen. Woran sie viel törichter als die Weinfalter handeln, weil diese einige Ursache und Gelegenheit haben, zu gedenken, dass das Feuer, weil es schön und scheinend ist, auch lieblich und angenehm sei. Diese aber, ob sie gleich erkennen, dass dieses, was sie verlangen, in sich hässlich sei, dennoch diese törichte und viehische Wollust höher als die Ehrbarkeit schätzen. So viel aber die Verehelichten belanget, ist gewiss, dass ihnen, welches doch kaum jemand glauben wird, die Keuschheit besonders notwendig sei. Denn ihre Keuschheit besteht nicht so viel hierin, dass sie sich von allen fleischlichen Gelüsten gänzlich enthalten, als dass sie sich in denselben zu mäßigen und einzuhalten wissen. Nun, gleichwie jenes Gebot, zürnet und sündiget nicht, meiner Meinung nach viel schwerer ist als jenes, zürnet gar nicht, anerwogen viel leichter ist, den Zorn gänzlich zu meiden und zu fliehen, als zu mäßigen. Also erachte ich leichter zu sein, sich der fleischlichen Gelüste gänzlich zu entsagen, als denselben einem Maß und Regel zu halten. Ich gestehe zwar, dass die heilige Erlaubnis des Ehestandes eine besondere Kraft habe, das Feuer der Begehrlichkeit auszulöschen, allein die Schwachheit deren, die sich solcher gebrauchen, schreitet und verfällt leichtlich von der Zulassung zur Unordnung und von dem Gebrauche zum Missbrauche. Und gleich wie wir viele Reichen nicht aus Dürftigkeit, sondern aus Geize stehlen sehen, also sehen wir ingleichen, dass sich viele Verehelichten beides Geschlechtes aus purer Unmäßigkeit vergehen, ob sie schon zu Hause ihren rechtmäßigen Gegenteil haben, an welchem sie sich halten könnten und sollten, weil ihre Begehrlichkeit einem flüchtigen Feuer gleichet, welches brennend hin und her schwärmet und in keinem Orte beständig verharret. Es ist allezeit gefährlich, heftige und starke Arzneien zu nehmen, denn wenn man deren zu viel gebraucht oder wenn sie nicht, wie es sein sollte, bereitet werden, bringen sie jederzeit großen Schaden. Der Ehestand ist in sich gesegnet und zum Teil als eine Arznei und Hilfsmittel wider die fleischlichen Begierden eingesetzt worden. Er ist auch in sich das Beste, zugleich aber ein starkes und gewaltsames, folglich
ein sehr gefährliches Mittel, wenn man sich dessen nicht mit Bescheidenheit gebrauchet. Zudem geschieht oft, dass die Ehemänner von ihren Eheweibern wegen verschiedenen Geschäften und menschlichen Zufällen, der langwierigen Krankheiten zu geschweigen, abwesend und entfernt sein müssen. Daher bedürfen sie einer zweifachen Keuschheit. Einer, damit sie sich von der ehelichen Beiwohnung gänzlich enthalten, wenn sie nämlich aus den obangeregten Ursachen voneinander abgesondert leben. Der anderen, damit sie sich mäßigen, da sie beisammen wöhnen. Darum hat die heilige Katharina von Sienes unter den Verdammten viele Seelen gesehen, welche der Ursache willen sehr gepeinigt wurden, weil sie die Heiligkeit ihrer Ehe verletzet haben, welches, wie sie sagte, nicht wegen der Größe der Sünde geschah, indem die Totschläge und Gotteslästerungen schwerere Sünden sind, sondern weil die, so viele Sünde begehen, sich kein Gewissen daraus machen, mithin lang darin verharren. Du siehst demnach, dass die Keuschheit allen Ständen der Menschen nötig sei. Befleißigt euch des Friedens gegen jedermann, sagt der Apostel, und der Heilung, ohne welche niemand Gott sehen wird. Durch die Heilung versteht er die Keuschheit, wie es Hieronymus und Chrysostomus auslegen. Niemand demnach, Gott liebende Seele, wird ohne die Keuschheit Gott sehen. Niemand wird in seinen heiligen Wohnungen sehen, der nicht eines reinen Herzens ist. Und wie unser Erlöser selbst deutlich sagt, werden die Hunde und die Unzüchtigen aus denselben verstoßen werden und selig, die eines reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Und nun will ich euch nützliche Lehren und Ermahnungen geben, wie man die Keuschheit erhalten soll. Sei äußerst beflissen, dich von aller Gelegenheit und allen Anreizungen der Sinnlichkeit abzukehren. Denn dieses Übel frisset ganz unvermerkt um sich und wächset nach und nach aus einem kleinen Anfange immer mehr, also, dass es leichter geflohen als geheilet wird. Die Keuschheit ist jener Schatz, wovon der heilige Paulus sagt, dass wir in sehr gebrechlichen Gefäßen ihn haben. Und in Wahrheit, die Leiber der Menschen sind den gläsernen Geschirren ähnlich. Denn wenn man dieser mehrere zugleich trägt, also dass sie einander berühren und anstoßen, sind sie in großer Gefahr zu zerbrechen. Sie gleichen auch den Früchten, welche, ob sie schon ganz frisch und unbefleckt sind, doch bemackelt werden, wenn sie einander berühren. Auch das Wasser in einem Geschirr, so frisch es auch immer sei, bleibt nicht rein und frisch, wenn ein Vieh davon trinket oder es betastet. Gestatte niemals, Gott liebende Seele, dass dich jemand auf eine unhöfliche Art oder Scherzweise oder aus Freundlichkeit berühre. Denn obwohl die Keuschheit unter solchen Werken, welche mehr aus einer Leichtsinnigkeit als Bosheit geschehen, kann unverletzt erhalten werden, wird doch deren Blume und reine Blüte alle Zeit hiedurch Schaden leiden. Sollte sich aber jemand ungebührlich antasten lassen, ginge die Keuschheit gänzlich zugrunde. Die Keuschheit nimmt zwar aus dem Herzen ihren Ursprung, allein sie siehet den Leib als ihren Werkzeug an. Daher sie auch sowohl durch alle äußerliche Sinne des Leibes als durch die Gedanken und Begierden des Herzens verloren wird. Eine Unlauterkeit ist es, so man ungebührliche Sachen ansieht, höret, riechet, betastet, wenn das Herz sich zugleich damit beschäftigt und belustiget. Daher saget und ratet der Apostel mit wenigen Worten: Die Unzucht soll unter euch nicht einmal genennet werden. Die Bienen rühren nicht allein kein Aas oder Luder an,
sondern sie hassen und fliehen auch auf das Äußerste allen Gestank, der aus demselben kömmt. Die Braut im hohen Liede hat Hände, die von Myrren triefen, welcher Saft die Verwesung und Fäulung verhindert. Ihre Lippen sind mit rosenfarben Bändern verbunden, um ihre Zucht und Ehrbarkeit in Reden anzudeuten. Ihre Augen sind Taubenaugen wegen der Säubrigkeit. Ihre Ohren sind mit goldenen Gehängen geziert, zum Zeichen ihrer Reinigkeit. Ihre Nase endlich wird den Zedern vom Berge Libano verglichen, welches Holz unvergleichlich riechet und niemals vermodert. Also soll eine andächtige Seele beschaffen sein, nämlich keusch, rein und ehrbar, sowohl an den Händen, Lefzen, Augen und Ohren, als am übrigen ganzen Leibe. Hierher scheinet mir jener Spruch sich sehr wohl zu schicken, welchen der Altvater Cassianus aus dem Munde des großen heiligen Basili gehört zu haben bezeuget, da er einstmals von sich selbsten sagte und auf eine solche Geilheit gezielet hat, da er von sich saget, er sei keine Jungfrau, sondern ich erachte, er habe böse und wohllüstige Gedanken hiedurch verstanden, welche, ob sie schon seinen Leib nicht eigentlich verunreiniget, doch sein Herz und Gemüt auf einige Weise beflecket haben, dessen Reinigkeit und Keuschheit zu erhalten, alle tugendhafte und großmütige Seelen sich mit vieler Sorgfalt befleißen. Flieh und hasse so viel wie möglich die Gesellschaft der Unzüchtigen, vornehmlich, wenn sie zugleich unverschämt, wie sie es fast gemeiniglich sind. Denn gleich wie die Böcke, wenn sie mit der Zunge süße Mandeln berühren, dieselben allfolge gleich bitter und sauer machen. Also reden die geilen und stinkenden Menschen selten mit jemand ihres oder fremden Geschlechtes, dass sie nicht dessen Keuschheit und Zucht auf einige Weise bemackeln und schwächen, weil ihre Augen und Atem gleich den Basilisken vergiftet sind. Geselle dich hingegen zu züchtigen und tugendhaften Menschen, lies oft andächtige und erbauliche Sachen. Denn das Wort Gottes ist rein und machet jene rein, die sich daran ergötzen. Darum vergleichet es David dem Topas, einem kostbaren Edelgestein, dessen natürliche Eigenschaft ist, dass er die Hitze der Begehrlichkeit dämpfe. Halte dich jederzeit an Jesum, sowohl geistigerweise vermittels der heiligen Betrachtung als wirklich durch Genießung des allerheiligsten Sakramentes. Denn, gleich wie jener, welcher auf dem Kraut Agnus Caftus, das ist das keusche Lamm, genannt ruhet keusch und züchtig wird, also wirst du erfahren, dass, wenn dein Herz auf Christo, welcher das reine und unbefleckte Lamm ist, ruhet, deine Seele und Herz bald von allem Makel und Unrat wird gereiniget werden. There's a power flowing from the sun across the universe. Can you feel it shining through your heart, touching your very self? Let it touch you, let it set you free. There isn't anything else for you to know.
fire glow. Open up windows of your heart. Kundalini, Kundalini, all you need to know is yourself. You shall reach the stars. But it wasn't true. Don't you know that it is deep, deep inside of you? Can't you see? Can't you see? Open up the windows of your heart. Kundalini, Kundalini, let the fire glow. Open up and don't be afraid to fall. Rahul, I...